Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu Pokémon Thunder Yellow Nuzlocke Challenge Gedöns. Ja, I would like to cut this tree. Auch hier ist wieder die lange Pause endlich vorbei. Und ja, mein Team sieht anders aus. Warum das so ist, keine Ahnung. Naja, immerhin sind die alle ganz gut trainiert. Und ihr habt es ja auch am Anfang gesehen, wer sich entwickelt hat und so. Und ja, Orochimaru habe ich jetzt noch ein bisschen gelassen, weil ich habe nicht vor, den länger im Team zu behalten. Und ja, das dauert einfach zu lange. So, vielen Dank an die liebe Katrin auf Facebook. Ja, ich habe einen Tipp auf Facebook bekommen. Und zwar, dass ich mir in Orania City den Kampffahnder holen kann. Mit dem ich wieder gegen alte Trainer antreten kann, die ich schon besiegt habe. Wenn ich dann irgendwann mal eine Trainingssession brauche, dann kann ich durch die Welt rennen und gegen Leute kämpfen. Und das macht es mir natürlich ein bisschen leichter, weil, wie gesagt, Trainer-Pokémon bringen mehr Erfahrungspunkte. Und das würde ich natürlich sehr gerne haben wollen. Und deswegen machen wir das doch mal. Im Pokémon-Center, hat sie gesagt, gibt es ein Mädchen mit lila Haaren. Da ist sie. Und da, have you that urge? I sure have. I want to go over two, bla bla bla. Und wir kriegen den Versus-Seeker. Ja, den Kampffahnder. Ich könnte ja kurz mal auf der Route da oben zeigen, wie der funktioniert. Und den mal kurz testen. Zum Beispiel bei den Trainern. Will einer von denen vielleicht nochmal? Ich gucke mal kurz. Moment. Oh, ich drücke die falsche Taste. Dankeschön. So, dann suchen wir mal hier den Versus-Seeker raus. Da ist er. Benutzen ihn. Battery is in charge equipped. 72 Schritte, okay. Das heißt, wir müssen ein bisschen rumrennen. La 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 la, dubi dubi, dubi dubi dubi. Wir rennen jetzt hier mal ein bisschen rum. Und dann benutzen wir ihn nochmal. Zack! Und da wollen alle wieder kämpfen und ich kämpfe mal gegen dich. Bla bla bla. Und ja. So kann man die Leute nochmal bekämpfen, wenn man denn möchte. Und kann sich so ein bisschen zusätzliche Erfahrung sammeln. Das ist ganz witzig und wird bestimmt auch von mir oft mal eingesetzt werden. Das einzige, was dumm ist, ist halt, dass er sich mit Schritten wieder aufladen muss. Das finde ich ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt. Egal. Dann kannst du gegen alle Trainer, die auf dem Bildschirm rumhüpfen, kannst du nochmal kämpfen. Und ja, das ist ganz witzig, wie gesagt. Bringt das was, wenn ich dich jetzt mit einem Giftstachel angreife? Du wirst höchstwahrscheinlich nicht vergiftet werden. Nee, natürlich nicht. Beißen. Ah, Orochimaru! Das muss jetzt nicht wieder sein, dass ich ausgerechnet wieder hier ein Pokémon verliere, nur weil ich was zeigen will. Ich muss ehrlich gestehen, dass die Art, wie ich Smaug verloren habe, sehr dumm war. Und das muss ich auch zugeben. Das war wirklich beschissen. Das hätte ich verhindern können. Ich habe halt gedacht, ich greife nochmal an und das tötet mich. Aber natürlich hätte es mich getötet. Ich hätte einfach auswechseln müssen, dann wäre mir das nicht passiert. Und so, was bleibt mir da anderes zu sagen als, ich war ein Vollidiot. So, du willst auch nochmal kämpfen, dann kämpfe ich auch nochmal gegen dich. Bla bla bla. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt halt mein Feuer-Pokémon nicht mehr habe. Ups. Das ist natürlich sehr doof. Ha, und es gibt nicht so viele Feuer-Pokémon in diesem Spiel. Was mache ich denn hier? Warum mache ich Tackle? Und jetzt vergiftet er mich. Ah, nee, okay. So. Windstoß und weg. So, und du hast noch ein Käfer-Pokémon, nicht wahr? Jawohl. Das macht meine Wayne auch nochmal. Meine Wayne vor allem, ne? Weil es ist ja ein Weibchen. Aber, ups. Da kommt noch eins. Ach, da kommt noch eins. Okay. Von mir aus. Ja, ich muss sagen, das mit dem Mikro gefällt mir gut. Das Setup habe ich ganz gut hingekriegt. Das passt hier ganz gut. Das steht hier direkt am Tisch. Ich hatte erst gedacht, dass das platzmäßig nicht ganz hinhaut. Aber das haut ganz super hin. Ich habe das Mikro direkt vorm Mund. Und es ist auch so weit von der Lautstärke her so gut eingestellt, dass da nichts übersteuert. Und ja, auch die Qualität vom Emulator und Pokémon selbst ist besser. Ihr merkt das vielleicht, kein Geruckel mehr und so. Ich weiß nicht genau, was ich umgestellt habe, weil es eben so lange her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Aber es ist schon ganz ordentlich. Und ich freue mich jetzt wieder im Aufnahmerhythmus zu sein. Insofern
habe ich das auch wieder auf dem Laufenden. So, ich werde mir jetzt mal wieder heilen, weil mein Orochimaru hat ja eine Menge mitbekommen. Und zack. So, dann können wir jetzt, in diesem Part wird eine Menge gekämpft werden, denn wir werden eine neue Route erkunden. Und eine neue Route heißt ja auch ein neues Pokémon, nicht wahr? Das freut mich natürlich sehr. Und bin mal gespannt, was es ist. Ich glaube, im Gras gibt es nicht so viel, was mich jetzt wirklich interessiert. Aber wir werden das gleich mal überprüfen. So, wir schnibbeln jetzt mal das Steinchen hier weg. Und haben direkt... Ach, die habe ich schon? Habe ich die schon bekämpft im letzten Part? Oder ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe. Ah, Aeroass, sehr schön. Oh, wo sind... Ach ja, ich habe ja hier so ein TM-Ding. So, TM-Case. Aeroass, da haben wir's. Oh, nein, nicht Abel. Ah, komm. Zack, zack, zack. Bringen wir es bei. Wen? Was sollen wir vergessen? Warte mal, Aeroass macht 60 Schaden. Ja, du machst 40 Schaden. Dann machen wir das mal weg. Und lernt Aeroass. So. Wir haben noch... Das, Rock Tomb. Stoner kann das lernen. Aber ist Rock Tomb wirklich besser? 50? 50? Nee, nicht wirklich. Nee, lass mal. Lass mal. Steinwurf ist schon gut. Donnerblitz, Fury Cutter. Nee, im Moment nichts, was mich irgendwie. Genau, du willst kämpfen, alles klar. Dann kämpfen wir mal. Also, jetzt wo ich auch das so eingestellt habe, dass das Spiel nicht ruckelt, wenn ich vorspule, werde ich die Kämpfe vorspulen. Es gibt halt immer die eine oder die andere Möglichkeit, Kämpfe vorspulen oder rausschneiden. Da ich sie nicht rausschneiden will, weil das ja ein Nuzlocke-Run ist. Und bin ich blöd? Mann, ey, ich bin so blöd. Ey, ich hätte jetzt fast auch meinen Jimmy verloren vielleicht. Weil ich so, ja, ich denke ein Wanderer, der wird Stein-Pokémon haben. Ich bin so schlau. Ja, und weil das ein Nuzlocke-Run ist, will ich natürlich gerne alle Kämpfe zeigen, um auch die Authentizität zu bewahren und damit keiner sagt, du hast die Kämpfe rausgeschnitten, kann ja sein, dass ein Pokémon gestorben ist und dass du das wiederbelebt hast und bla bla bla. Deswegen, um euch davon zu überzeugen, dass das nicht so ist, werde ich keine Kämpfe rausschneiden, ich werde sie stattdessen vorspulen. Das heißt natürlich für mich, dass ich auch ein bisschen aufpassen muss. Was ich mache, denn, ja, es ist nun mal der Fakt, dass, Vorspulen, dass man, wenn man vorspult, halt auch viel übersieht. Das, kommt durchaus mal vor und, ja, das in dem Sinn ist das nicht immer so ordentlich. Orochimaru kriegt ein Level up, Jinbei kriegt kein Level up. Ist natürlich sehr schade. So, du bist ein Käfertyp, du willst auch kämpfen. Da wird meine Wayne noch ein bisschen Erfahrung bekommen. Bzzzt. Und, weil wir jetzt Aeroass haben, werden wir die auch schneller kaputt kriegen. Schneller. Schneller. Natürlich. Natürlich schlägt Furienschlag fünfmal zu. Wenn ich es gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich nur zwei Treffer geschafft. Also, Pokémon ist wirklich... immer gegen dich. Das, alle Pokémon-Spiele sind so programmiert. Das wird sich auch mit X und Y nicht ändern. Sie werden immer etwas gegen dich haben. Oh mein Gott, ich muss hier durch. Moment. Ja, okay. Ich will nämlich kein Pokémon aus diesem Gras. Weil hier kommen nur Scheiß-Pokémon, glaube ich. So, gegen dich habe ich tatsächlich schon gekämpft? Anscheinend, okay. Vielleicht habe ich das auch offscreen gemacht. Ich weiß es nicht. Oh Mann, du hast bestimmt in dem Kampf ein Pokémon verloren. Deswegen hast du das auch noch nicht gezeigt, den Kampf. Genau deshalb. So. Ein Kleinstein. Das machen wir mal mit unserem Jinbei. Ich könnte eigentlich ein paar mehr Tränke gebrauchen. Heilige Scheiße. Die Wechseltaktik ist nicht immer die beste Taktik, merke ich gerade. Was schickst du raus? Ein Onix. Okay, das kriege ich platt. Heieiei, der Steinwurf. Oh! Onix ist schneller als mein Jinbei gewesen. Hätte der jetzt getroffen, dann wäre Jinbei in Gefahr gewesen. Ich glaube, ich habe die Gefahr dieser Nuzlocke-Challenge noch nicht ganz erkannt. Obwohl ich eigentlich gewarnt worden bin im letzten Part.
Habe ich eigentlich normale Tränke? Ich habe einen Hypertrank. Na gut. Tränkemäßig sieht es nicht so gut aus. Ich glaube, ich werde einfach mal kurz nicht hier lang gehen, sondern... Ah, ich glaube, so komme ich gar nicht wieder zurück. Na toll. Ich brauche ein paar mehr Tränke unbedingt. Ja, wenn ich jetzt auf ein Pokémon treffe, da oben in dem Gras, dann habe ich Pech gehabt. Obwohl, nee, warte, ich mach mal pass auf, ich mach folgendes. Ich schmeiß einen Schutz an. Und der wird mich jetzt soweit beschützen, okay. Ich gehe nämlich jetzt mal kurz nochmal nach Azuria zurück und gehe in den Pokémon-Mart. Und kaufe mir von allem Geld, das ich habe. Habe ich eigentlich was zum Verkaufen? Pass mal auf. Wir haben nur bestimmt ein paar, pass auf, wir brauchen Brüller nicht, wir brauchen Zornklinge nicht. Wir brauchen das hier nicht, wir brauchen das hier nicht, wir brauchen das hier nicht, wir brauchen das hier nicht. Okay, die anderen behalte ich mal, einfach nur so. Warte mal, ich habe doch auch noch ein Nugget, oder? Von der oder habe ich das schon verkauft? Moment, ah nein, 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 ich habe aber was, ich verkaufen kann. Also, ich brauche X-Angriff nicht, ich brauche X-Verteidigung nicht. Ich brauche Sternenstaub nicht. Ich brauche... Ja, den Rest kann ich noch ganz gut gebrauchen. So, jetzt habe ich eine Menge Geld. Da werde ich mir jetzt Supertränke kaufen. Und zwar genau 56 Stück. Jawohl. Dann habe ich jetzt genau 60 Supertränke. Ah, jo. OP, was da geht, ne? Düdü. Ah, warte mal, habe ich das Fahrrad eigentlich? Ein Item. Ich habe das Fahrrad nicht, ne? Habe ich mir den Coupon geholt? Warte mal. Das... das hier ist der Fahrradladen. Habe ich den Coupon? Ich habe den Coupon, ne? Ja, ein Fahrrad-Coupon. Hurra! Wir haben das Fahrrad. Jetzt werde ich direkt mal auf Select platzieren. Und zwar haben wir es hier unten. Register. Das heißt jetzt immer, wenn wir auf Select drücken... Sind wir mit dem Fahrrad unterwegs und es kommt diese schöne Musik. Und wir, ups, sind jetzt hier schnell unterwegs. Und tuckern so durch die Gegend. Und zum Glück bleibt diese Musik nicht immer, denn immer wenn wir ein Gebiet, neues Gebiet betreten, wechselt die Musik und das ist doch auch schön. So, jetzt mit ordentlich Supertränken in der Tasche ausgestattet, können wir uns auf den weiteren Weg hier machen. Und die Route. Und das, was hier nachkommt, das wird mir nicht gefallen. Nein, überhaupt nicht. Caterpie! Orochimaru, kannst du das schaffen? Wir schauen mal. Nein, du wirst zu lange brauchen. Ich wechsle zu Wayne, den ich vielleicht hätte heilen sollen. Ach, Quatsch. Ah, so dringend ist das nun auch wieder nicht, ne, Wayne? Ja, Wayne ist Tauboga und Taubau sind ja eigentlich ziemlich geile Flug-Pokémon. Das einzige Problem, was sie haben, ist, dass sie wirklich einen beschissenen Attackenpool haben. Und ja. Oh, dieses Venonat ist doof. Dieses Blutzuck ist doof. Bitte sorgt dafür, dass ich jetzt mich nicht selbst schlage, sondern angreife. Dankeschön, tot. Oh, sogar ein Volltreffer. Danke, den brauchte ich unbedingt. Oh, es ist Nacht. Es ist Nacht. Ja, ich nehme das Ganze hier abends auf. Das heißt, gut zu sehen, die Tageszeiten funktionieren ja schon mal. Das ist ganz cool. Das ist ganz witzig, aber... Mann, dass es jetzt so dunkel ist. Naja, wir werden gleich ein Gebiet betreten, da wird es ohnehin dunkel sein. Hallo! Boah, ey, müsst ihr immer, wenn ihr Intensität einsetzt, so hohe Zahlen bekommen? Das muss doch nicht sein. Noch ein Kleinstein, okay. Nochmal Blubstrahl. Okay, haben wir das auch. Haben wir es dann mal. Ja, wir haben es. Wow. Und ein Macholo. Da können wir nichts gegen tun. Light Yagami kommt rein. Und Donnerblitz. Ah, cool. Das war ein One-Hit. Das gefällt mir sehr gut. One-Hits sind nice. Okay. Anschließend hier runter. Und der nächste Kampf steht an. Ein Mauzi gegen Orochimaru. Silberblick. Giftstachel.
Hat nichts gebracht. Ich wechsle zu Stoner. Ah. Steinwurf. Und noch ein Steinwurf. Und tot. So, damit haben wir auch Caitlyn besiegt. Und ich werde mich mal heilen. Supertränke. Eins. Und zwei. Und drei. So. Und wir sind auf Route 10. Ich hätte eigentlich da ein Pokémon fangen können, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Naja. Route 10. Hier in dem Gras finden wir bestimmt ein Pokémon, was wir gebrauchen können. Wir packen Weegee nach vorne, denn Weegee hat hoffentlich noch das Puder, was ich... Ja, Schlafpuder. Alles klar, okay. Dann switchen wir Weegee mal nach vorne. Und... Rollen, rollen durch das Gras und kriegen nur ein Habitag. Was ich mir mal fangen werde. Hauptsache, ich töte es nicht. Ich werde jetzt, es schläft. Ich benutze jetzt einmal Zerschneider. Es ist aufgewacht, es benutzt Silberblick. Ich benutze nochmal Schlafpuder. Es geht daneben. Ich benutze Schnabel. Es ist super effektiv. Ich benutze nochmal Schlafpuder. Schlafpuder trifft und jetzt werde ich mir einen Habitag fangen. Und zwar werde ich mir Habitag fangen. Aber erstmal nicht benutzen. Solange ich meinen Wayne habe, ist alles easy. La 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 la. Habitag wurde gefangen, Habitag wurde zum Pokédex. Und wir benennen das Habitag mal. Wie nennen wir es? Wie nennen wir es? Nennen wir es? Nennen wir es? Nennen wir es mal. Wie nenne ich es denn? Ich nenne es Picker. Das ist der Picker. Okay. Ich muss mir gleich noch einen Spitznamen ausdenken, weil wir gleich in den Felstunnel gehen werden. Oh mein Gott, ich freue mich so auf den Felstunnel. Ja, da freue ich mich drauf. Ich hätte eigentlich Intensität machen sollen. Habe ich jetzt aber nicht. Pech gehabt! Map. Ach ja, ihr seid froh, dass ich wieder da bin, ne? Und euch mit Rülpsen unterhalte. Ja, so sehe ich das. Sehe ich das gerne. Warum geht das? Okay, dann mache ich jetzt Intensität, Alter. Du regst mich oft genug auf mit deinem blöden Doppelteam und hast nicht gesehen, Alter. Dem kannst du ja nicht entkommen. Da hilft dir auch dein blauer Schal nix. Insofern. Tod. Ein Pipi, also. Ja, slap mich doch mal. Bitch slap, Power of Bitch slap wird dir hier gar nichts bringen. Oh, slap mich nochmal hart. Richtig hart, ja, gib's mir. Ah, endlich mal eine Intensität 9 für mich. Nur für mich. Für niemand anderen. Diese Intensität gedacht. Haha, als ob ich einen Move wie Explosion beibringen würde. Das ist ja... Das hättest du gerne spielen, ne? Dass ich das mache. Ah ja, ich weiß schon. So, wir haben ein Problem. Wir brauchen in der nächsten Höhle Blitz. Und das Problem ist nicht, dass ich Blitz nicht habe. Ich habe Blitz, aber... Na, ja, dann zeig mal. 20, aha, gib mal, aha, aha. Ja, ich habe 22 Pokémon und ich kriege den Ewigstein. Na toll. So, wir gehen mal an den PC und schauen mal, was wir so haben. Wir haben Radfratz, der immer noch keinen Spitznamen hat. Wir haben Sting, wir haben Motto, wir haben Ranky und wir haben Picker. Ich glaube, keiner von denen kann Blitz lernen. Doch, Knofenser kann Blitz lernen, Moment. Ich nehme Orochimaru raus und packe Knofenser rein. Und, auf, ja... Ne, Moment, das war ein Running Gag, glaube ich, zwischen mir und Alex. Alex hatte mir das mal gesagt. Ich habe ihm das geglaubt und habe es dann probiert und dann ging es nicht. Ne, doch, es ging, okay.
Ich bin zu paranoid, seit Alex mir so einen Screamer geschickt hat als Link und ich drauf reingefallen bin. So sieht's aus. So, Ranky hat Blitz erlernt. Ranky wird aber auch nicht im Kampf zum Einsatz kommen. So, wir schneiden diesen Baum hier durch. Und betreten den Felstunnel. So, zwei Sachen, die wir jetzt machen müssen. Als erstes, also erstmal drei Sachen. Als erstes packen wir Ranky ganz nach hinten. Dann benutzen wir Blitz mit Ranky. Knöp, zack, und es wird hell. Und oh, da ist schon ein Item. Ein Schutz, den werde ich gleich benutzen. Aber erstmal fangen wir das erste Pokémon, was wir hier finden. Ein Macholo, okay. Damit kann ich leben. Machollos sind in Ordnung. Okay, der hält ein paar Zerschneider aus. Und Wackel, die Wackel, die Wackel. Zack, da la 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 la. Und Macholo wird in den Pokédex und zack. So, mein Lieber. Du bist ein kleines Männchen, das kämpfen kann. Du kriegst einen sehr netten Namen, denn du bist Krillin. Okay. So, das hat sich jetzt erledigt. Wir haben ein neues Pokémon hier gefangen. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben 27 Mal Schutz. Ich hoffe, das reicht, um mich hier durchzubringen. Also noch ein Schutz. Okay, los geht's. Felstunnel, ich komme. Ich habe keine Angst vor dir. Naja, okay, ein bisschen. Bisschen Angst habe ich. Nicht viel, aber ein bisschen. Wow, das war nicht schlecht. Hätte ihn aber auch gerne mit einem Schlag töten können, wenn es nach mir ginge. Aber das ist einfach nur noch Zeitverschwendung. Okay, Slowpoke. Nochmal Rasierblatt. Ah, ja. Und noch ein blauer Schal. Wer hätte das gedacht? Ich ganz sicher nicht. Okay, doch, das war gelogen. Ich habe mir das total... Ich wusste das sofort. So. Brilux got money. I got the monies for winning. Ist hier irgendwas versteckt? Ey, wozu ist das hier? Warte mal, habe ich schon den Detektor? Nee, den kriegt man erst viel später, ne? Oder? Ja, leider. Verdammt! Okay. Dann durch hier. Sieht der ein bisschen anders aus, der Felstunnel? Kann das sein? Okay, noch ein Phlegmon. Oha! So. Blauer Schal, blauer Schal. Noch ein blauer Schal. Ich hätte ja mal gucken können, ob es vielleicht einen Patch gibt mittlerweile, der dieses Problem behebt, aber naja. Was haben wir denn hier liegen? Ach, das kann ich direkt verkaufen. Denn das darf ich ja nicht benutzen in diesem Run. Und jetzt laufen mir hier auch noch Zubats über den Weg. Wer hätte das gedacht? In deiner Höhle? Nein, wirklich! Zubats in einer Höhle! Wow! La 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 la, kämpf doch mit mir! So, mein Wayne hat da, glaube ich, was für dich, liebes Mirabla. Und zwar ein Aeroass. Tschüssikowski. Ich sagte... Ach du Scheiße. Fuck, hätte ich mal Ruckzuckieb gemacht. Ach nee, Moment. Okay, keine Ahnung. Naja, Aeroass halt. Wayne kriegt ein Level up. Und darf jetzt dieses Bisasam auch noch töten. Aber sollte sich beeilen, denn ich will nicht, dass du an Gift stirbst. Hast du das gehört? Okay, braves Wayne. Braves Wayne. So. Dann heilen wir mal den Wayne. Wo ist denn mein... Hier habe ich gegen Gift da. 12 Stück noch. Okay. Nice. Okay. Wen packen wir denn mal nach vorne? Wer braucht denn Level? Keiner. Eigentlich sind die alle ganz gut, aber ich packe mal Stoner nach vorne, weil er die wenigsten Level hat. Aber ansonsten... La 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 la, Kampf. Ein Kampf auf höchstem Niveau.
mit einem Glumanda. Ey, das passt. Das. Smaug. Du musst sterben. Du erinnerst mich zu sehr an einen alten Freund, der leider von uns gegangen ist. Tut mir leid. Kann da aber nichts dran ändern. Du musst leider von uns gehen. So. Ja, zu den Kämpfen fällt einem halt nicht so viel ein zu sagen, was man so erzählen könnte. Nur, dass diese Höhle lang ist. Okay, du willst kämpfen. Was willst du von mir? Lalala, ich hätte nicht mein eigenes Kleinstein draußen lassen sollen. Ich hätte von Anfang an Jimmy nach vorne packen müssen. Dieses Kleinstein, okay, Gott sei Dank. Es erhöht seine Verteidigung, das ihm aber nichts bringt. Huh, da haben wir nochmal Glück gehabt. Und da sind wir auch schon. So. Ah, jetzt habe ich wieder den gleichen Fehler gemacht. Ein Wanderer zum Kampf herausgefordert, der ein Macholo hat. Wayne. Bitte beende es schnell. Nein! Wayne! Heilige Scheiße. Zu knapp. Okay, wen haben wir? Onyx. Okay, das kann Jinbe machen. Hui. Diese Wechsellicht-Taktik ist hier echt nicht angesagt. Ich glaube, ich packe Jinbe mal nach vorne. Der wird mir hier im Felstunnel. Ich meine, der heißt ja schon Felstunnel. Da wird mir Jinbe, glaube ich, am meisten helfen. Deswegen also, machen wir Folgendes. Wir heilen jetzt erstmal unseren Wayne. So. Und dann switchen wir ein bisschen herum und packen Jinbe nach vorne. Großartig. Und weiter geht's. Wen haben wir da? Noch ein Wanderer. Ich frage mich ja, ob meine Strategie jetzt sich gelohnt hat. Kleinstein. Los, Jinbe. Aquaknarre reicht. Muss nicht meine ganzen Glubsträhle verballern. Und ein Kleinstein. Ich weiß immer noch nicht, ob Jinbe die richtige Wahl war. Wer weiß, noch ein Kleinstein. Wow. Wir werden hier mit Steinen beworfen. Das ist ja wie eine Steinigung hier. Und ein Macholo ist sogar dabei. Um das kann sich der Wayne kümmern. Ich meine die Wayne. Ne, Wayne? Wayneline? Waynelinchen? Du hast es gepackt. Du bist aber kein Level gestiegen. Schade eigentlich. So. Und der Schutz wirkt nicht mehr. Ja, dann machen wir doch mal direkt einen weiteren drauf. Zack. Denn ich habe keine Lust, hier auch noch auf wilde Pokémon zu treffen. Ich bin froh, dass ich immer einen Blitz hatte, um das Ganze hier mal ein bisschen zu erhellen. Und ja, Jinbe wird ein neues Level erreichen. Denn er hat dieses Onix gerade besiegt. Level 24. Nice. Noch ein Onix. Gerne. Die werden mir ja hier geliefert, eins nach dem anderen. Baller ich weg. Wunderherrlich. Ah, herrlich. Okay, sehr schön. Kleinstein weggeballert. Und damit diesen Wanderer auch aus dem Leben geknallt. Und da ist noch ein Wanderer und da geht's nach unten. Hallo Wanderer, lalalalala. So, ein Kleinstein, wow. Was eine Herausforderung, nicht wahr, Jinbe? Genau, du sagst es. So, ich würde ja gerne mein... Aha, Rapid Spin. Rapid Spin macht 20 Schaden. Nee, das ist doof. Wow, wir haben mal ein bisschen Variation. Nämlich die Weiterentwicklung von Kleinstein. Juhu. Juhu. Okay. Ist hier unten noch was? Ja, hier ist sogar was. Ein Item. Ein Fluchtseil. Na toll. Das Fluchtseil, das kann ich auch so gut gebrauchen. Was ist denn hier oben? Aha, Sachen für Zertrümmerer. Schutz wirkt nicht mehr. Warum steige ich eigentlich nicht auf mein Fahrrad? Dafür habe ich es doch bekommen, damit ich mich schneller von Ort zu Ort bewegen kann. So. Die hier machen wir jetzt noch eben platt und dann haben wir den Part auch schon beendet. Warum trifft mein Megakick denn jetzt nicht?
Muss ich denn wirklich meinen Blubstrahl rausholen? That's what he said. Ich meine, was? Oh, ich kann Blubstrahl nicht mehr benutzen. Na dann besprüh ich dich halt mit einer anderen Wasserattacke. Ist mir recht, soll mir recht sein, ja. Taubsi, ey, ich habe gerade davon geredet, dass ich Light gerne mal benutzen würde. Und da kommt ein Taubsi, das richtiges Kanonenfutter für mich wird. Donnerblitz, zack, bzzzt. Da haben wir geschockt, ne? Das hast du nicht erwartet. Ich glaube, der Witz wird nie alt. Ein Mauzi, das macht mein Pikachu doch auch mal locker, damit es ein Level aufsteigen kann. Tschüss, Mauzi. Und hallo, Level 25. Jawohl! Sehr schön! Das haben wir geschafft. Und diese fröhliche Musik... Oh, da unten ist ein Trainer. Was haben wir hier? Ist auch ein Trainer. Was haben wir hier oben? Ein Item, das hebe ich noch eben auf. Ein Maximal-Ether. So. Beim nächsten Mal schaffen wir dann den Felstunnel, würde ich sagen. Das kriegen wir schon hin. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haut rein!